Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich befinde mich hier aktuell wieder in Deutschland, in Berlin und habe den GR221 Wanderweg mit Lorena und Steffi angegangen auf Mallorca. Und jetzt habe ich euch einfach mal gefragt, ob es euch interessiert, was ich so an Stuff mitgenommen habe. Und ihr habt bejaht, ihr habt gesagt, ihr findet es spannend und würdet es gerne sehen. Von daher würde ich sagen, wir starten gar nicht lange drumherum, sondern starten direkt rein mit meinem Rucksack. Ich hatte den TT Basebag mit am Start, mit einem separaten Fach unten rein, mit all den Schlafsachen, die man so mitnehmen kann. Dann eben dem großen Fach innen drin und hier ein und zwei separaten Taschen, wenn man so will. Und das Molle-System ermöglicht sowieso noch ein paar separate Möglichkeiten, was dran zu machen, festzumachen oder von außen einfach, so wie ich es gemacht habe, meine Sachen zu trocknen, die nass sind. Habe ich einfach draußen angehangen. Also optimal. Dann hatte ich eine ganz normale Bauplane dabei. Man hätte Elefanten oder was auch immer mitnehmen können. Hat mir aber auf jeden Fall gereicht. Ich habe dann immer geguckt vorher, dass die Steine nicht zu spitz sind, wo ich mich rauflege. Also alles so ein bisschen flacher gemacht. Ja, gerader begradigt, wenn man so will. Und dann die Plane benutzt, war vollkommen ausreichend und gut. Dann hatte ich eine ganz normale No-Name-Hängematte dabei. Die Hängematte haben wir auch an 2 Tagen genutzt, um wirklich, ja, sie als, so wie sie im Gebrauch sein sollte, als Hängematte zwischen 2 Bäumen zu spannen. Ich hatte auch so eine coole Konstruktion von Ben dabei. Das zeige ich euch aber in einem separaten Video, wie man dann eine Hängematte, auch wenn Bäume 4 oder 5 Meter voneinander entfernt stehen, wie man das trotzdem spannen kann. Da gibt es auf jeden Fall sehr coole Techniken. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir gerne rein. Ich würde es gerne mit euch teilen. Genau, und die Hängematte habe ich aber auch eigentlich jeden Abend auch im Bodensetup benutzt. Und dann hatte ich auf jeden Fall eine Isomatte dabei. Vielen Dank an Camp4 an dieser Stelle. Sie haben mir die Isomatte ausgesucht. Das ist die Nemo-Isomatte geworden. Sie ist gar nicht so schwer. Ich glaube, so um die 500 Gramm. Und wirklich leicht kompakt. Ich habe wirklich gut auf dieser Isomatte schlafen können. Von daher vielen Dank. Und natürlich den. Wie soll es anders sein? Tropen. Vielen Dank, Carinthia, für den Tropen. Ich liebe ihn. Also es gibt ja wirklich nochmal dieses separate Mückenschutznetz, was Steffi sehr viel genutzt hatte. Ich weniger, weil ich ja eine andere Konstruktion dabei hatte, aber ich habe ihn geliebt. Wenn es wirklich so unter 10 Grad hatte, habe ich den Schlafsack einfach komplett hochgezogen und dann war es warm und kuschelig da drin. Teilweise zu warm, ich habe sogar ein bisschen geschwitzt da drin. Aber man kann den ja auch richtig gut auch offen drin schlafen. Also wirklich, wirklich nice. Dann hatte ich hier, ich habe eigentlich immer so ein, ja, einen Sitzkissen mit dabei, um bequemer zu sitzen, wenn irgendwie wirklich Steine sind oder so und man wirklich eine kleine Pause braucht. Aber auch morgens, wenn ich zusammengepackt habe und die Bauplane und so weiter alles schon weggelegt hatte unten, aber noch ein paar Sachen offen liegen hatte, habe ich das meistens hier hingelegt. Finde ich bequem, finde ich nice, man kann nichts vergessen, es ist übersichtlich und praktisch. Und wie viel wiegen tut es nicht, ich mache das meistens einfach außen ran. Es stört nicht, man kommt schnell ran. 1A. Dann hatte ich natürlich ganz viel Technikkram dabei. Also ich hatte die GoPro dabei, ich hatte Akkus dabei, ich hatte ganz viele Ladesachen dabei, ne? Mehrere Powerbanks hatte ich dabei, Mikrofone hatte ich dabei und das meiste habe ich eigentlich auch in eine separate Tasche von Tasmanian Tiger reinbekommen. Dann konnte ich halt immer an die Sachen ran und die lagen dann relativ weit oben im Rucksack drin, sodass ich immer rankam. Wir sind natürlich ab und zu irgendwo hingegangen, wo wir mal einen Kaffee getrunken oder was gegessen haben. In manchen Orten gab es ja nicht mal einen Supermarkt oder sowas. Und da haben wir natürlich auch die Zeit gut genutzt und ja, letztendlich die ganzen Powerbanks aufladen müssen dürfen, um eben für euch auch den Content zu kreieren. Von daher war die Tasche auch top. Ja, an Kleinkrams hatte ich einiges dabei. Ich hatte 3 Mal Sonnencreme mitgenommen und einmal Aftersun. Die haben wir uns aufgeteilt. Von den 3 Sonnencremes ist die eine komplett noch zu und voll. Die anderen beiden, ich würde sagen, sind so ungefähr zur Hälfte aufgebraucht, obwohl die Sonne richtig geknallt hat und wir uns auch mehrmals am Tag eingecremt haben. Aftersun einfach als Sicherheit, wenn ja, man sich doch ein bisschen verbrennt oder trockene Haut hat oder so. Einfach praktisch. Haben wir auch gar nicht so viel benutzt, aber ab und zu tatsächlich schon. Und dann so umgefüllt in 100 Milliliter Fläschchen, so ein bisschen, ja, Hygienezeugs, also irgendwie was zum Waschen. 2 Wochen sind doch eine lange Zeit, wir haben alle lange Haare. Ja,
Einfach um nicht ganz so gammelig auszusehen und nicht zu so krass zu stinken. Und ein bisschen Waschmittel einfach. Wir hatten nicht so viel dabei, werdet ihr gleich sehen. Und wenn es die Möglichkeit gab, ein bisschen einfach die Sachen zu waschen. Ja, dann hatte ich so ein paar Sachen einfach, um mich so ein bisschen zu schminken, um mich so ein bisschen fresher zu fühlen. Dementsprechend auch Abschminktücher. Jetzt nichts Aufwendiges mit, keine Ahnung, ich stehe vor dem Spiegel und schminke mich, aber so ein bisschen so Wimperntusche und so. Mag ich dann doch ganz gerne. Ja, dann natürlich feuchte Tücher gehören dazu. Ich hatte einmal eine Sonnenbrille und meine normale Brille. Ich trage nämlich Kontaktlinsen. Die Sonnenbrille habe ich eigentlich gar nicht genutzt, denn, das werdet ihr auch im Video sehen, ich habe nämlich diese Sonnenbrille gefunden und die war echt nice, die war echt witzig, so all in one, und deswegen habe ich die eigentlich die meiste Zeit benutzt. Falls ihr das seht und die gehört euch, gebt mir gern Bescheid, dann schicke ich sie euch auch gern zu. Ansonsten freue ich mich über diesen Fund. Und werde sie bestimmt auch ab und zu sonst noch tragen. So, dann hatte ich eine Kopflampe mit, einfach wenn es dunkel ist, um so ein bisschen besser zu sehen, auch mit Rotlicht und so weiter. Ein kleines Klapptaschenmesser hat mir vollkommen gereicht. Lorena hatte noch ein richtiges Messer dabei. Und die Kombination war nice. Also ich finde, man muss nicht, nicht alle drei müssen auf so einer Tour ein Messer mitnehmen. Also das Kleine hat, ja, total, war total ausreichend, war hilfreich, wenn jetzt Lorenas Messer weit weg war oder so. Und dann habe ich noch ein bisschen Besteck mitgehabt. Vielen Dank an Martin. Habe ich auch genutzt, um ja unterwegs was zu snacken oder so, was man dabei hatte, wenn man eben ja das sicher einfach anbietet, dann irgendwie eine Gabel oder einen Löffel zu nutzen. Ein ganz kleines Täschchen mit so Kosmetikschere und so ein Kram. Einfach, wenn irgendwas ist, wenn man irgendwas schneiden muss oder wenn man irgendwas aus der Haut ziehen muss, irgendwie eine Pinzette dabei hat und so. Also das. Dann hatte ich eine 2 Liter Trinkblase dabei. Ja, ich hatte meistens einfach obendrauf nochmal, also einfach 1,5 Liter Wasser oder manchmal und oder manchmal eins in der Hand, je nachdem, wie lange die Strecken waren und wann wir wieder die Möglichkeit hatten, an Wasser zu kommen. Zumindest laut Planung. Manchmal war das Wasser ein bisschen knapp. Auf jeden Fall habe ich das dann so separat gehabt. Also ich hatte immer 3,5 bis 5 Liter dabei und dann halt die 2 Liter Trinkblase. Man hätte auch 3 Liter nehmen können. Also das ist schon richtig. Hat mir jetzt aber mich jetzt nicht so sehr gestört. Das ist, war voll fein. Genau, und das war es so ein bisschen an so Schlafsachen und so Krimskrams. Wir hatten natürlich auch immer so Essen eingekauft oder so. Das kam natürlich auch noch on top und Wasser halt sowieso. Und hier auf der anderen Seite von mir liegen meine Klamotten. Fangen wir mal mit den warmen Sachen an. Ich hatte eine Mütze dabei, die ich auch genutzt habe, weil wir hatten teilweise wirklich 10 Grad nachts, wenn überhaupt. Also ich wollte manchmal nicht aus meinem Schlafsack raus, weil es kühl war. Und ich habe tatsächlich die Mütze einmal benutzt gehabt oder zweimal, weil es einfach wärmer war. Die Handschuhe habe ich nicht benutzt, aber einfach als Safety dachte ich, nehme ich die mit und bin auch sehr froh drüber. Also ich muss in All-in-One sagen, ich habe alle Sachen eigentlich genutzt, die ich hier dabei hatte. Von daher bin ich schon sehr zufrieden. Das sind Socken, liebe Grüße an meine Mama und vielen lieben Dank fürs Schenken. Die haben mich schön warm gehalten am Morgen. Und dann einmal komplett, ja, manche sagen Skiunterwäsche, es ist halt Schuhe, Wolle, also einfach warme Unterziehsachen, die trägt man jetzt nicht so draußen, deswegen sind die Farben auch sehr wild, sehr wild. Einmal ja, einfach eine lange Hose, habe ich auch wirklich fast jeden Morgen angehabt. Und einmal ein langes Oberteil, einfach ganz schlicht, Schuhe, Wolle, hält warm, ist angenehm für mich persönlich auf der Haut. Vielen lieben Dank an Martin fürs Schenken. Gehen wir weiter. Ja, ich hatte ein großes Handtuch dabei, habe ich auch genutzt. Also ist jetzt, ja, muss man nicht dabei haben, aber das ist dann immer so ein Wohlfühlfaktor. Ob man sich dann irgendwie zwischendrin, wenn man so ins Wasser springt oder so, sich abtrocknen möchte oder nicht. Und ich habe es tatsächlich auch wirklich genutzt. Also das werdet ihr dann in der Reihe sehen, so gerade die letzten Tage. Wir sind nämlich, hatten dann nämlich noch ein paar Tage Zeit und da hatte ich die wirklich auch nochmal genutzt gehabt. Und mein mehrmals am Tag nutzendes ganz, ganz kleines Gesichtshandtuch oder Händehandtuch, um einfach so ein bisschen fresher zu sein. Viel Wasser hatten wir auf der Route nämlich nicht. Also wir hatten kaum Gelegenheiten, uns eigentlich wirklich zu waschen. Und daher war ich sehr froh drüber. Dann hatte ich, ja, einmal Bikini-Sachen. Es war nämlich so warm, man hätte auch im Bikini laufen können. Für die Videos jetzt vielleicht nicht so praktisch.
aber habe ich trotzdem getragen und genutzt und die sind gerade sogar noch ein bisschen feucht. dann ein Sport-BH, den ich auch anhatte. Das ist einfach ein bisschen bequemer als so ein richtiger BH beim Laufen. Und zwei Oberteile. Einmal so ein ganz leichtes von Nike, so ein Sportoberteil, was ich anhatte. Und einmal ein ganz schlichtes Top, einfach nur in Schwarz. Das riecht auch ein bisschen, merke ich gerade. Naja, gut, dass ihr nichts riechen könnt. zwei Oberteile, die ich anhatte. Und ja, also es ist nicht ein Must-Have, aber ich habe es auf Menorca viel genutzt und ich dachte, ich nehme das einfach mit, ist schon ganz nett. Ist einfach so ein weißes Hemd, ist auch richtig zerknittert und so. Und ich hatte es auch auf dem Rückflug an. Also es war gut, dass ich es dabei hatte, musste aber nicht sein. Aber für mich ein angenehmes Gefühl. Das war's mit den Oberteilen. Kommen wir eigentlich schon zu den Hosen. Und damit ist schon fast zu Ende. Ich habe nämlich eine Hose, vielen Dank an Revolution Race, von Revolution Race bekommen. Eine Zip-Off. Sprich, ich hatte sie im Flieger an, als lange Hose und konnte dann aber, als wir ankamen, dieses Zip-Off hier einfach abziehen, hatte eine kurze Hose. Durch die Taschen sind wirklich nice. Es ist wirklich bequem, einfach da alles so reinzumachen und dann loszugehen. Es gibt auch hinten am Po noch eine. Funktional, wunderbar, mag ich sehr gerne. Mir war es tatsächlich, aber es ist ja wie gesagt richtig warm bei einer Mittagshitze teilweise zu laufen. Hatte ich mir sicherheitshalber noch mal eine ganz kurze und ihr seht, ich habe sie schon oft benutzt. Sie sieht schon sehr Rancy fancy aus, wie Lorena und Steffi sagen würden. Die habe ich auch mitgenommen und die habe ich auch immer wieder getragen. Es ist halt nicht ganz so, ja, nicht ganz so Bikini-Hose, schon noch so eine ganz, ganz kurze Hose. Und sie geht auch ein bisschen weiter oben hier hoch. Das heißt, ich hatte auch die ganze Zeit beim Tragen nicht dieses Problem, dass der Hüftgurt einfach so lang kratscht, sondern sie ging hoch, sodass es dann halt so drüber ging. Das fand ich sehr gut. Und die habe ich auch genutzt, wenn es halt wirklich warm war. Also so ein bisschen abgewechselt. Und da wir, wie gesagt, ein paar Tage danach noch Zeit hatten, habe ich so einen kleinen Minirock genommen. Den hatte ich auch getragen und ich habe den auch tatsächlich genutzt, um so zwischendrin in größeren Mengen mich so umzuziehen vielleicht. Also es war einfach ganz praktisch, einfach drüber ziehen, auch gerade wenn du so Schuhe anhast und vielleicht nicht die Hosen wechseln willst, ist das halt immer nice. Aber halt auch kein Must-Have. Also das nur so für die Frauen. Oh, und dann kommen wir zu einem nicen Highlight. Ich habe hier von Carinthia eine richtig coole Jacke. Ich liebe die. 75% Schurwollanteil, hält warm, ist nicht regen- und windfest. Bei Regen würde ich Schurwolle generell nicht einfach so anziehen, aber windabweisend würde ich sie schon betiteln. Also ich habe wirklich einfach nur meinen Top gehabt, die drüber angezogen und war am Abend oder Morgen nicht kalt. Es war wirklich, wirklich nice. Mochte ich sehr gerne, mag ich auch sehr gerne, werde ich auch im Alltag viel tragen. Und ich habe sie nachts tatsächlich teilweise so als Schlafkissen genutzt. Und je nachdem, wie kalt es war, auch manchmal angezogen oder so als kleine Minidecke so obenrum angehabt. Also es war wirklich sehr cool. Und auch vielen Dank an Revolution Race. Ich skip Switch hier so durcheinander, aber die Sachen sind einfach alle nice. Eine Ultra Light Regen- und Windjacke. Was waren das? Ey, unter 400 Gramm, ich glaube unter 300 Gramm sogar. Richtig geil. Also du hast hier ein paar Reflektoren mit drin und sie hat mir wirklich den Arsch gerettet, muss ich so sagen. Also es gab eine Sequenz, einen Morgen, eine Nacht, wo ich dachte, fuck. Und dass ich diese Jacke hatte, war ein richtiger Game Changer. Müsst ihr unbedingt dann in der Videoreihe schauen. Ich liebe die Jacke, ich werde sie auf jeden Fall auch regelmäßig mitnehmen. Also danke, mega, mega, mega nice. Ja, und dann kommen wir eigentlich nur noch zu meinen Schuhen, die ich dabei hatte, würde ich sagen. Und ihr werdet lachen. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich alles brauche, aber ich habe alles gebraucht. Und zwar an erster Stelle habe ich Flipflops dabei gehabt. Die Flipflops habe ich öfter genutzt, als ich dachte, tatsächlich sogar beim Laufen. Mit dem Rucksack sah sehr fancy aus. Ja, und dann, ich habe, und ihr werdet wahrscheinlich auch den Kopf schütteln, am Abend vor dem Abflug habe ich neue Wanderschuhe bekommen. Vielen Dank an Camp 4, vielen Dank an Felix. Ich bin eine halbe Stunde, das kann man eigentlich nicht erzählen. Ich bin eine halbe Stunde vor Ladenschluss da angekommen und meinte, ja, okay,
Lass uns mal die Schuhe raussuchen für mich, für die Wanderung. Und ich hätte gerne bitte leichte Schuhe, nicht so hohe. Das sind auch meine ersten richtigen Wanderschuhe. Ich bin vorher halt einfach mit dem, was ich hatte, gut durchgekommen. Und Felix war richtig professionell, also es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Er hat mir dann direkt Schuhe zur Verfügung gestellt, hat geguckt, welche Größen, hat dann Tipps gegeben, Tricks gegeben, wir haben miteinander gesprochen. Ich meinte, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und boom, zack, haben wir einfach einen Schuh gefunden. Also die Beratung bei ihm ist wirklich on top, wirklich, ich habe es geliebt. Und ich habe jetzt so eine, ja, sehr leichten Schuhe bekommen. Auch hier war mir wichtig, dass so die so ein bisschen winddurchlässig sind. Sie sind nicht wasserfest für den Fall vor Ort. Dort habe ich es aber auch nicht so gebraucht. Aber sie sind luftig leicht und bei den warmen Temperaturen eigentlich richtig nice gewesen. Also nicht nur eigentlich. Ich habe so ein geiles Profil gehabt. Ich bin nirgendwo gerutscht. Also wirklich egal, wie steil das war. Es war okay, so ein bisschen gerutscht. Aber es war wirklich ein Game Changer. Gerade bei Schuhen muss ich sagen, es ist ja wirklich super wichtig, dass man eine geile Beratung bekommt. Weil wenn ich euch jetzt sage, hey, ich empfehle diese Schuhe von dieser Sportmarke, ihr habt einen ganz anderen Fuß. Was bringt das? Es hat einfach keinen großen Mehrwert, außer man kann sagen, okay, diese Firma hat unterschiedliche Schuhe für unterschiedliche Füße. Die ist ganz nice. Ja. Aber da trotzdem, wenn man dann irgendwo vor Ort ist, braucht man halt einfach eine vernünftige Beratung, die dann einfach sagt, so, zeig mal deinen Fuß, was brauchst du, wo gehst du hin, blabliblub, und einfach alles durchspricht und das dann auch testet. Im Fall haben wir das genauso gemacht und tatsächlich in unter einer halben Stunde geschafft, würde ich jetzt mal sagen. Also liebe Grüße und vielen Dank. Und ich hatte keine Blasen an den Füßen beim Laufen. Also, richtig nice. Und da ich das vorher aber nicht wusste, habe ich sicherheitshalber meine Menorca, einfach nur Nike-Schuhe, also ihr seht auch, Profil ist komplett weg mittlerweile, mitgenommen. Ich hatte die auch zweimal ganz kurz an, als diese Schuhe nass wurden. Wie gesagt, Spoiler, es hat sehr geregnet einmal. Genau, und diese Schuhe hatte ich dann halt einfach so als Notfallpaar Schuhe mit und die habe ich auch so ein bisschen genutzt. Von daher für diese Tour ideal gewesen. Nächstes Mal brauche ich sie natürlich nicht. Ich wusste aber nicht von vornherein, ob das mir passt oder nicht oder ob ich irgendwelche Probleme habe. Und ich wollte nicht diejenige sein, die wegen Blasen rausfliegt oder abbrechen muss. Und ja, ich würde sagen, that's it. Das war es alles an Sachen, die ich dabei hatte. So, ja. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr die Auswahl findet, ob ihr was anderes mitnehmen würdet, ob ihr jetzt sagt, hey geil, ich hätte die, die und die Sache mitgenommen, die wäre überflüssig gewesen oder ne, also diese Sache, die muss ich immer dabei haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, dadurch, dass ich teilweise 5 Liter Wasser dabei hatte, bin ich bestimmt auch mal mit 17 Kilo rumgelatscht. Aber hat alles gut gepasst. Wir waren übrigens die einzigen auf dieser Tour mit diesen riesen Rucksäcken, mit so riesen viel Gepäck. Aber es war nice. Schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Gedanken oder Anregungen oder was auch immer in die Kommentare. Gebt mir gerne ein Like. Ich freue mich über ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.